Servus Freunde, was geht ab? Ich bin's Fatih wieder am Start. Willkommen zum neuesten Unboxing-Video. Ja, heute habe ich das Album von meinem Bruder Tech9, The Storm, in der limitierten Deluxe-Edition. Hier ist das Prachtstück. Zack. Freunde der Sonne, viele fragen sich jetzt bestimmt, warum? Das ist doch keine Deluxe-Edition. Das ist doch keine Box, was auch immer. Nein, Freunde, das ist extra aus Amerika zu Deutschland in mein Ghetto eingeflogen. Ja, ja, per Pelikan. Reingeschissen. Auf jeden Fall. Und ich glaube, in Amerika gibt es nicht diese Deluxe-Boxen, wie wir die kennen. Ich glaube, da ist es halt eher auf mehr Tracks oder so kleine Gimmicks, so geschenkmäßig, Schlüsselanhänger. Ist auch geil. Und die haben mehr dafür, mehr Songs. Also machen die als Deluxe-Box, sagen die, dafür machen wir mehr Songs, hast du mehr von mäßig. Denn, hör zu, Standard-Edition hat 20 Tracks und die Bonus-Disc, hör zu, warte, ich muss zählen, 23. Insgesamt sind das 43 Songs und für die ist das eine, ja, Deluxe-Edition. Wenn du eine andere Meinung hast oder du denkst, du weißt das besser, schreib in den Kommentaren, sag mir, wie es wirklich ist. Ob die Deluxe-Boxen haben, wie wir die kennen oder dass für die Deluxe-Boxen so ist. Also ich denke, dass es so ist, wie ich es gerade erklärt habe. So, jetzt können wir anfangen. Auf jeden Fall, ich bin echt zufrieden. Ich habe ungefähr 19 Euro bezahlt oder 20 Euro pipapo. Und für 43 Songs und kleinen Geschenk, so Schlüsselanhänger, ist das okay. Und The Storm ist übertrieben. Ich habe das Standard, also das Standardalbum gehört, war übertrieben, ernsthaft. Nicht jeder Song hat mir gefallen, bin ich ganz ehrlich. So 3-4 Songs waren nicht für mich, auf jeden Fall. Und was ich noch sagen kann, boah, Double Time. Dieser Tech9 kann richtig krass Double Time. Zum Beispiel dieser erste Song Godspeed. Ey, der macht so langsam locker und dann blablabla, so blablabla. Das war jetzt reingeschissen, könnt ihr so schneiden und mir schicken. Auf jeden Fall extrem geil. Diese Double Time kann Tech9 übertrieben. Zieht euch ihn rein, wenn du es so selber so Double Time feierst. Und manchmal macht er wirklich Double Time Passagen, steckt unfassbar. Check die Videobeschreibung ab. Ganz ehrlich, auf deinen Nacken, ich mach QVC-Werbung auf Herz. QVC-Werbung. Check die Videobeschreibung ab, hol dir dieses Album, The Storm, wenn du es haben willst, wenn nicht, reingeschissen. Digitale Version, ich guck mal, check ich auch in die Videobeschreibung. Oder tue ich in die Videobeschreibung, wenn du das haben willst. Ansonsten, illegal ist legal. Spaß, digital ist legal. Also, legale Weise, nicht illegal. Reingeschissen. Auf jeden Fall, so sieht's aus, Freunde. Ich pack das jetzt aus. Butterfly für Arme, er zerschnibbelt, zersägt, zerschneidet. Jede Box, jede. So, auf jeden Fall, ja, ist unfassbar geil. Ich feiere sowas. Man muss mal auch amerikanische Rapper supporten, weil ich mache eigentlich eher so deutsche Rapper supporten, aber so ab und zu muss auch amerikanisch sein. Wisst ihr, es ist Support, eine Hand wäscht die andere Hand. Ja, ja, so sagt der Fatih. So, auf jeden Fall mach ich das jetzt auf. Man muss ja alles schön präsentieren, Freunde Sonne, ganz ehrlich. Boah. Und ich sage euch ehrlich, ich habe leider noch nicht die Bonus-CD gehört, weil ist ja noch verpackt gewesen. Ich habe mir jetzt digital noch per Amazon Music runtergeladen, habe die Standard-CD gehört. Und das ist in drei Varianten aufgeteilt oder drei Passagen, könnte man sagen, oder drei Abschnitten. Das erste ist, zeige ich euch jetzt, Moment, das muss ich jetzt abmachen. Das ist jetzt reingeschissen. Moment. Moment, ich muss das abmachen, guck, das ist... Ah, ist schon weg. Okay, chillig. Hier oben ist das noch verschlüsselt, mach ich gleich ab. Auf jeden Fall, die Tracks sind so in drei Passagen-Stil abgeschnitten. Hoffe, sieht man das. Guck mal, hier sieht man alles, was auf dem Boden ist. Egal, auf jeden Fall, hoffe ich, mach das mal so. Da, erste Style oder erste Abschnitt ist Kingdom. Kingdom, heißt das Kingdom? Kingdom, was auch immer, ihr wisst, was ich meine. Das sind die ersten 7 Tracks. Danach kommt weiter Clown Town. Auf jeden Fall. Und dann sind das weitere 1, 2, 3, 4 Songs. Das ist der nächste Abschnitt. Und dann kommt G-Zone oder G-Zone. Das sind weitere, warte, 8 Songs. Also sie sind so abgeschnitten. Wenn du, ich kann das nicht erklären. Zieh das Album rein, dann verstehst du, was ich meine. Verstehst du? Und ja, das ist übertrieben. Fand ich echt krass. Moment, ich mach das mal ab. Die Folie. Machen wir so. Das dauert jetzt so. Reingeschissen.
So, das ist diese Siegel. In Amerika ist alles versiegelt. 10-mal, 20-mal. Auf jeden Fall reingeschissen. So, auf jeden Fall, da ist noch was. Chill. So, so sieht's jetzt aus. Okay, ist alles sauber. So. Geiles Cover, ernsthaft. Ich hätte nicht gedacht, dass... ich hab den... Also, wie soll ich sagen? Hör zu. Ich bin aufgeregt. Weißt du warum? Das ist das erste Mal, dass ich Tech 9 Album gekauft habe. Bin ich ganz ehrlich. Ich habe noch nie... Also, ich habe schon ein paar Songs gehört, aber ich habe noch nie ein Album gekauft. Und bin ehrlich, so ein, zwei Songs hat mir auch gefallen damals. Und ja, die haben dann immer mit so Eminem zum Beispiel gesagt, dass der besser ist oder der besser ist wegen Double Time. Und habe den immer dann reingezogen. Übertrieben. Tech 9, Eminem, wow. Einfach krass. Ich glaube, die haben sogar einen Song gemacht, aber auf dem Album, warte, ich will nicht lügen. Nee, hier nicht, leider. Chill. Nee, die hatten hier keinen Song. Stimmt, das war leider nicht. Da habe ich mich so ein bisschen traurig gefunden. Traurig gefunden, reingeschissen. Auf jeden Fall, ist schon geil. Ist schon geil. Zieh das ein, wenn, ich will nicht sagen, ja, kauf das. Ich will das nicht so gut reden, weil jeder hat einen anderen Geschmack. Aber der hat hier viele Passagen, was jedem gefallen würde. Mir und dir. Zum Beispiel manche Songs so fand ich nicht so cool, weil, keine Ahnung, reingeschissen, hat mir nicht gefallen. Aber sonst... Schockgüsel, sonst würde ich das nicht kaufen, verstehst du? Wenn mir das, wenn ich Sachen gefällt, kaufe ich das, gönne ich so diesem Rapper. Aber wenn mir nicht gefällt, kaufe ich nicht so mäßig, feiere ich nicht. Aber ja, ich habe es gekauft, mir gefällt es. Deutschland gut, schöne Grüße Ömsen, den feiere ich übertrieben. Ich liebe deinen Bart, Bruder, irgendwann. So, auf jeden Fall die Trackliste, jede einzelne, vorsichtig, Wasser, Saskia. So, zack, zack, pass auf, ich mache so schattenmäßig. Ja, sieht man nicht gut. Reingeschissen. Auf jeden Fall sind das 43 Songs. Von innen sieht das so aus. Das ist der gute Herr. Tech 9. Standard Edition. Oder erste CD. Zweite CD sieht so aus. Bonus Disc. Yes. Ich hole das mal raus. So sieht es von hinten aus. Und kommen wir jetzt zum Booklet. Hat der ein Booklet? Ich finde das geil, so amerikanische Alben mal zu präsentieren. Ich habe nicht so viel Ahnung von amerikanischen Rappern, bin ich ganz ehrlich. Ist so, ich feiere nicht jeden einzelnen. Aber so 1, 2, 3, 4 Stück feiere ich. Beispiel Eminem, Tech 9, The Game, 50 Cent und Drake. Dr. Dre. So, Drake not. Not. Okay, 1, 2 Songs, gut. Aber sonst not. Oder? Reingeschissen, egal. Schreib mir in die Kommentare, wer ist dein amerikanischer Lieblingsrapper? Kannst du auch schreiben. Snoop Dogg ist auch krass. Zum Beispiel. Hab ich auch gefeiert. Da sieht's aus, dem Booklet so. So. Gleich wird die zweite Disc auch penetriert. Ganz ehrlich. Zieht euch das Album rein. Das war's mit dem Booklet. Und ja, ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Das ist nur eine Standard-CD, so weißt du. Zieht euch das rein. Die Musik spielt auf jeden Fall eine hochwertige Rolle. Ah, reingeschissen. Ich habe was vergessen. Den Schlüsselanhänger. Boah. Richtig geil. Das ist Diamanten. Diamant. Es ist der Rarity Percent Diamant of America. Das ist das Logo von dem, ja, wie soll man sagen, Label. Das Label heißt, jetzt sage ich euch das, nicht. Ihr könnt auch lesen, oder? Ihr müsst doch nicht alles vorgelesen bekommen. Ich weiß selber nicht, wie das heißt. Das steht ja nicht dahinter. Deshalb weiß ich das nicht. Guck, warte, sieht man das? Yes. Wie steht da? Strange Music. Strange. Strange Music, yes, es ist Strange Music. Reingeschissen, auf jeden Fall ein geiles Logo, guck mal, wie schön. Als Schlüsselanhänger ziehe ich mir gleich direkt rein, hänge ich auf jeden Fall very nice. Bisschen amerikanisch sprechen, dass die amerikanischen Zuschauer auch schauen. Very nice, schön Grace am America, Bruder. Thank you very much, the support not good, is good. Deutschland, very nice, Hartz IV, der Tag gehört mir. Peace. Scheiße, Alter. Scheiße, die haben alle einen schlechten Eindruck von uns. Auf jeden Fall, so sieht das aus, Freunde Sonne.
ja, reingeschissen. Zieht euch das Album rein, unterstützt den Rapper, unterstützt mich, reingeschissen. Ansonsten, ja, in der Videobeschreibung, in der Kommentar alles machen. Euer Fatih, ciao mit V oder chill mit Ö. Mach's gut, peace.